Jo, und willkommen zu einem neuen Part von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, ja, mit einem neuen Mikro, was ich leider nicht verhindern konnte, denn mein neues ist kaputt gegangen. Und ja, wir fangen dann direkt den ersten Kampf an. Und ja, Trunks hat durch das Training in der Vergangenheit enorme Kraft erworben. Er kehrt in die Zukunft zurück und vernichtet Nummer 17 und Nummer 18 mühelos. 3 Jahre später versucht Trunks Cell davon abzuhalten, in die Vergangenheit zu reisen. Trunks letzter Kampf beginnt. Ja, und wie ich das kaputt gemacht habe, ist, weil ich da Justin da war, mein Mikro auf den Boden geschmissen habe, aus Versehen. Dann ist der Schrott gegangen, aber ich finde das Mikro gar nicht so schlecht. Halt, und du tötest mich, reist mit meiner Tasche in die Vergangenheit und absorbierst Nummer 18 und Nummer 17. Nummer 17, Nummer 18. Und das alles, um deine perfekte Form zu erreichen. Was? Woher? Bist du das? Dieser Plan wird scheitern und dann wird alles vorbei sein. Ja, so ist der Kampf beginnt und ja, ein neues Mikro ist gar nicht so scheiße, ja. Nur halt, man, das ist so halt ein Standmikro, ist mein Ersatzmikro. Und das neue Mikro kaufe ich mir, wenn ich genug Geld habe. Das ist wohl in einem Monat. Und so lange muss ich so auskommen. Ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe schon ein paar Parts, glaube ich, voraufgenommen. Und ich muss euch halt mit Videos füttern. Das ist halt so mein Job bei YouTube. Und ich füttere euch wohl. Ja, ich mache unkommentierte Videos, mache ich nicht. Wenn ich Let's Play da mache, ist das wohl mit diesem Mikro. Ja, mit diesem schönen Mikro. Ups. Ja, mit diesem schönen Mikro. Und, ja, als ich, ja, dieses von Wichser hier, ja, ich setze mal gleich diese Brandattacke ein. Hatte ich da schon? Ich kämpfe einfach, ohne nachzudenken. So, jetzt warte ich mal, bis er kommt. Komm mal, komm mal, komm mal. Und finish Buster. Boom. Okay, so viel Schaden macht das nicht, ne? 5000. Wie denn auch sei, ich wüsste nicht, wie du mich jetzt besiegen solltest. Mit deiner Stärke könntest du nicht mal die Cyborg Nummer 17 Nummer 18 schlagen, geschweige denn mich. Na schön, und warum sind Nummer 17 Nummer 18 dann nicht mehr hier? What the fuck? So, das heißt, du bist der Grund für ihr Verschwinden? Klingt ziemlich wahrscheinlich. Ja. Ja, jetzt werde ich zum Super Saiyan so schön mal mit Blitz und Zick und Zack und dann nimm das und etwas hiervon, etwas davon. Deine Einkaufsliste wird voll. Und ich habe da etwas Zeit zum Erzählen, denn dieser Kampf wird etwas langweilig. Ja, weil der etwas leicht ist. Ja, was soll ich denn erzählen? Also, solange ich kämpfe, kann ich ja erzählen. Sonforce hat mir gar nichts getan. Was ist das denn? Höllenspirale. Der kann Höllenspirale? Okay, das hat mir den ganzen Balken gekostet. Also, neues Mikro wird, glaube ich, wieder mein altes sein. Mein altes war ja gewöhnungsbedürftig, aber nach der Zeit hat es ganz gut geklungen. Ja, ich habe ja auch einen neuen PC bekommen. Deswegen vielleicht. Und Kamehameha, und dann hat er mir voll in die Fresse. Was soll das denn? Ja, genau. Ich mich am Arsch. Oh, wie ich furze. Ich furze gleich. Brandattacke und. Ja, ich drücke gleich auf 1. Moment. Jetzt. Oh, du. In diesem Fall bleibt mir keine Wahl, das dich umzubringen. Mach doch. Diesmal gibt es kein Wechselrückzell. Was ist das denn für ein Move? Der 14.000 für diesen Wurf. Ach du Kacke. Alter, warum gibt's das nicht jeden Tag? So ein Wurf, der 14.000 Schaden macht. Ich wirf meinen Lehrer, der ist tot. Hui! Ja, also ersten Kampf geschafft. Ja, bitte, bitteschön. Ja. Der verneint der dankt wegen seiner Kraft. Ja, okay, wir haben anscheinend diese Saga wohl zu Ende. Im 6. Part haben wir 3 Sagas geschafft. Die Kaugummi-Mann-Saga beginnt. Ich muss mir etwas gewöhnen, dass ich lauter sprechen soll. Das Mikro ist etwas weiter weg.
Hey du, da, Junge, was machst du hier? Bist du nicht ganz recht? Ich bin der Weltmeister, der Kampfkurs, der große Mr. Atan. Ich bin hier, um Kaugummimann zu erledigen. Kaugummimann, wer ist das? Soll ich den gekochten Reis um den anderen Bescheid sagen? Der gekochte Reis oder blonde Kerl, der diese Tricks drauf hat? Nein, nicht nötig. Also ich ziehe dann mal los und erledige Kaugummimann. Ob er überstehen wird? Dank des Eingreifens von Son Gohan und den anderen ist die Gefahr durch Cell abgewendet. Er kehrt wieder Ruhe ein, auf der Erde ein. Bis zur nächsten Bedrohung herrscht eine kurze Phase des Friedens. Es ist anscheinend Frieden. Oh, warum skippe ich nicht? Speichern natürlich. Speichern braucht kein Schwein. Also, ich finde, Dragon Ball hat es ja so mit seinem Speichern, ne? Hätten bald machen die da im Anime Speichern. Toll. Ey, so sieht man sich wieder. Och, die Kaugummi-Mann-Saga. Oh, dich habe ich irgendwo schon mal getroffen. Oh, Mr. Atan. Genau, ganz genau, da bin ich. Übrigens, junger Mann, mal hast du einen Kaugummi-Mann hier irgendwo gesehen? Kaugummi-Mann, den kenne ich nicht. Ist er stark? Das könnte lustig werden. In Ordnung, ich komme mit. Krampf. Überlass das mir niemand, dem Weltmeister des Kampfsports. Andererseits kann ich wohl auch mal eine Ausnahme machen und dich mitnehmen. Je mehr, desto besser, sagt man doch, ne? Ich weiß nicht, was dieser Mr. Atan von mir will, aber Schicksalskampf zu Goku vs. Vegeta. Auch für den Kampf. Ja, ich habe keinen Bock drauf, darum skippe ich dann mal. Und vier. Und ich will mal gucken, wie man keine Energie, das kann ich gerade nicht lesen, weil er gerade sein T-Shirt nervt. Was steht da? Ja. Ich freue mich schon drauf. Lass uns die Früchte deines Trainings im Jenseits betrachten. Ich werde dich killen, Karotte. Aber wer ist, warum Früchte? Früchte des Trainings. Ja, und mit rechts und links, mit rechten Bein, mit linken Bein und Formel 1 läuft gerade. Solange wir kämpfen. Ich lieg auf dem Boden. Ich muss gerade mal eine Hand steuern. Komm. Drück doch. Oh, Kamehameha, hab ich noch geschafft. Geil. Also, die Kombos hier so mit Son Goku. Ich finde irgendwie Son Goku und so was. Was Son Gohan. Son Goku Super Saiyan 2 ist eigentlich gar nicht so schwach. Ja, schlag mal auf. Alter, wie lange brauchst du denn? Bah, gerade eine Super Kamehameha habe ich die Final Attacke. Die ist doch voll wabbelig. Also, dieser Kampf geht bestimmt schnell. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Der hat noch zwei Balken. Ich habe nicht weniger, aber ja. Ich hoffe, es wird nicht knapp. Urknall, bam. Kamehameha, bam. Da hat's auch mal hier Balken. Komm. Komm. Mein Finger tut weh. Oh, jetzt hat er sich wegteleportiert. Was soll das? Hab ich nicht erlaubt. Ja, was soll ich gerade sagen? Das finde ich schon scheiße. Drück 1! Ja, 1. Ja, wer ist das? Babidi! Der sagt, kaum jemand hat volle Power. Ja, verstehe. Warte, Vegeta! Warte! Eine Macht! Eine enorme Macht! Alle werden sterben! Alle! Ich habe früher zu alle, alle gelesen. Alle kennt ihr, ne? Alle, ola, ole. Kamehameha ist etwas schlecht. Aber wenigstens braucht er nur zwei Balken, das ist gut. Boah, wie schnell ist er bei mir? Geht doch, scheiß. Hab ich gerufen? Nein. Stell dich mal vor. Vegeta wird von der Sexhotline angerufen. Da kommt da so eine Ursula. Oh ja. Ich bin die geile Uschi. Stell dir mal vor, Vegeta bei der Sexhotline. Dann habt ihr die Sexhotline am Apparat und das Vegeta. Dann wird er mal geil. Du destroy everything in this world. Der Mutter auch. Oh, noch ein bisschen Leben. Das wird, glaube ich, noch knapp. Oha, oha, oha. Nein, komm, komm, komm. Nein, noch ein bisschen, komm, noch ein bisschen. Alter.
ist da los? Komm, noch ein bisschen, wie viel brauche ich noch? 300, komm. Komm, schieß, mach, mach, mach. Was ist das? Okay, der Attack wollen die mich verarschen. Kommt in dein Ketchup bei, komm. Nur noch so ein bisschen, bisschen, bisschen. Ja. Ah. Ja, es tut mir leid, ja, ich weiß, ich habe dich getötet, das tut mir leid. Also ich hoffe, ich bekomme jetzt schnell ein neues Mikro. Es wird langsam mal hinne. Denn ich finde, diese Qualität reicht zwar aus, aber ist nicht gut, ne? Hm, ja. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.